Von und mit Sylvia. Ja, ihr seht mich in gewohnter Frische, wenn auch etwas ungewohnt für mich relativ früh heute Morgen. Und ich habe mich schon ein bisschen aufgebrezelt, aber ich habe noch viel vor heute. Und daher möchte ich mich gar nicht so lang aufhalten jetzt mit einer Vorrede, die interessiert euch sowieso weniger, denn ihr seid bestimmt gespannt, was bei mir sich so bei Wolligem getan hat, bei Häkeligem, Strickigem, bei meinen vielen Plänen, der Aufarbeitung meiner UFOs und was mir sonst noch an tausend Ideen durch den Kopf geht, daran möchte ich euch teilhaben lassen. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, du bist hier gelandet auf einem, ja, Podcast sagt man halt immer noch. Ich glaube, das ist auch nicht ja, so verkehrt. Man könnte auch Vlog sagen, aber Vlog ist sehr sperrig auszusprechen für mich. Also, ein Video in YouTube, hauptsächlich in YouTube, in dem ich euch zeige, was ich anstelle mit Wolle. Mit meinem Durcheinander in meinem Kopf, mit meinen Plänen, die ich habe und was daraus wird oder auch nicht daraus wird. Und da nehme ich euch mit auf diese Reise. Und die war jetzt für einige Zeit unterbrochen, weil ich eine Sommerpause gemacht habe. Die ist irgendwie latent immer noch in meinem Kopf, weil ich dieses Video heute eigentlich nur deswegen aufnehme, damit ich meine Fortschritte zeigen kann und meine, ja, Vorhaben vielleicht nochmal definiere, zum Teil. weil in Wirklichkeit fühle ich mich immer noch in der Sommerpause, weil nicht so viel fertig geworden ist. Ursprünglich war der Plan nämlich, euch alles Fertige zu zeigen. Ja, träumt weiter. Ich träume auch weiter. Und bei der Suche nach verschiedenen Wollen habe ich gemerkt, dass ich noch ganz schön viel UFOs habe. Ich hatte ja auch mal eine extra UFO-Folge gedreht. Und Leute, es gibt sogar UFOs, die habe ich euch da noch nicht mal gezeigt. Und dann habe ich überlegt, ja gut, das sind jetzt UFOs, die kannst du jetzt eigentlich über den Sommer, passt ja dazu, auch mal wirklich fertig machen. Ja, ist nur so bedingt, also so halb und halb gelungen. Half and half. An dem habe ich auch weiter gestrickt. Das ist jetzt für Leute, die nur hier gelegentlich reinschauen, denken die von was, half and half. Also wir sprechen ja manchmal über Sachen hier, dass diejenigen, die per Zufall einschalten, denken, hä, geht's noch? Was reden die da? Ist das eine neue Sprache? Oder was sollen diese Ausdrücke bedeuten? However, das ist so ein Lieblingswort von mir. Andere sagen genau und ich sage however. However ist auf gut Englisch, auf gut Deutsch. However, ja, wie auch immer. Aber wie auch immer klingt ein bisschen so sperrig. Deswegen sage ich lieber however. Genug rumgealbert. Ich bin ja dafür bekannt, dass ich rumalbere, auch trotz meines fortgeschrittenen Alters. Das wurde mir ja schon ein paar Mal sozusagen untergeribbelt. Aber nicht mit Wolle, nur mit Worten. Dass ich vielleicht einen Clown gefrühstückt habe. Den habe ich heute nicht gefrühstückt, aber mir geht's gut. Eigentlich geht es mir sogar sehr gut. Während meines Urlaubes, was eigentlich kein richtiger Urlaub war, das waren ja nur zwei Kurzurlaube, das heißt nur, man muss ja schon sich freuen, wenn man überhaupt mal rauskommt als Rentner. Ja, ich hatte zwei tolle Erlebnisse in jüngster Zeit. Davon berichte ich euch eventuell zum Schluss, wenn noch Zeit ist, dieses Videos. Vielleicht ist das Video auch wieder eins in mehreren Teilen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, heute das jetzt ohne viel Fisimatenten einfach so hochzuladen oder ob ich doch eine größere Folge draus mache. Ihr werdet sehen. Und ich werde auch berichten. An irgendeiner Stelle. Jetzt geht's aber endlich los, denn der Elefant im Raum ist fertig. Das heißt, er denkt, was ist denn das? Wie sieht denn das aus? Also, der Bodolina Roundabout Karl, der hat mich natürlich auch sehr gereizt mitzumachen, weil ich auch jede Menge Wolle habe und mit dem
Roundabout kann man ja tausend und eine Sorte Wolle verarbeiten, was immer einem auch einfällt. Und dann hatte ich ja auch das tolle Paket von der Julia bekommen, von wolpedia.de, für das ich mich nochmals allerherzlichst bedanke, liebe Julia. Du schreibst mich auch immer so nett an. Du hast ja auch große Pläne mit deinem Magazin, dass sich da Leute beteiligen können. Also, es reizt mich sehr, ob ich es hinbekomme, weiß ich noch nicht. Ich bleibe mit dir in Verbindung und ihr werdet es auch mitbekommen, wenn sich da was getan hat. Und spätestens jetzt, wo ich über Wolpedia rede, von unserer lieben Julia und ihrem Mann Christoph, Christian, Chris, sorry, mein Namensgedächtnis. Die leben ja in Irland mit ihren süßen Kindern und machen da eine ganz tolle, ja, sozusagen Wollfabrik, kann man nicht sagen, aber sie wickeln, sie bieten außergewöhnliche Anleitungen und es ist immer spannend, bei ihr reinzuschauen. Und spätestens jetzt kann ich mal sagen, dass das eine Dauerwerbesendung ist. In dem Fall jetzt für Julia und ihren Mann und indirekt auch für ihre Kinder, für die ganze Familie. Schaut mal rein. Es gibt immer wieder Spannendes bei ihr zu sehen. Und ich sage das aus Überzeugung und weil ich Julia schon von Anfang an meine, also ich habe jetzt mal geguckt, seit über 8 Jahren tummel ich mich hier auf YouTube, erst passiv und dann auch aktiv. Ich weiß gar nicht, wie lange mein Kanal existiert, also mit Filmchen. Ich muss direkt mal gucken. Da war Julia eine der ersten, die mich animierte, mich tiefer in diese Materie zu stürzen. Und mit ihren damaligen Häkelanleitungen hauptsächlich. Und ich war so ein bisschen auf dem Häkeltrip damals, hat sie mich motiviert. Da habe ich mir auch ein Schlauchdingens gehäkelt. Darüber hat sie übrigens jetzt auch eine neue Anleitung, auch in YouTube als Tutorial bietet sie uns an. Und das reizt mich auch sehr, denn ich habe jede Menge Wollknäuelchen und Wollreste von der Julia und ihrem Mann. Wolpedia.de ist das Label. Und ich sage das jetzt alles hier nicht, weil ich von ihr dafür bezahlt würde. Das will ich nochmal dazu sagen oder irgendwie. Aber sie hat mir Wolle zur Verfügung gestellt. Und auf jeden Fall ist es dieses Garn wert, gezeigt zu werden. Und vor allen Dingen, weil sie sehr viel Modal hat. Und auch vor allen Dingen Sockenwolle aus gefachtem Garn. Das ist so ein Knäuelchen hier. Die nennt sich Socks Himbeeren. Vierfach 300 Meter. Da strickt man die Socken entweder, nicht entweder, ein Socken von außen und ein Socken von innen. Das will ich unbedingt noch ausprobieren in diesem Sommer. Der dauert ja nur noch 3 Tage. Deswegen liegt es hier. Das liegt deswegen hier, weil ich unbedingt mal Sneakers stricken wollte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das das Richtige ist, um Sneakers zu stricken. Was ich aber unbedingt ausprobieren wollte in Kürze ist, natürlich eignet sich die Wolle, um Sneakers zu stricken. Was red ich denn da? Aber eigentlich habe ich gedacht, ich stricke mir Kurzschaftsöckchen davon, weil die so hübsch sind. Vielleicht stricke ich es auch gar nicht für mich. Ach je, ja, ich tue mich schon wieder ganz schön verzetteln. Aber diese Dauerwerbesendung hier, das sagen wir nur deswegen, weil wir es müssen, in Anführungsstrichen. Das meiste ist, also 99,5% bei mir selber gekauft, selber organisiert. Hab's selber geschenkt bekommen, aber nicht von irgendeinem Gewerbe, sondern von Menschen, die es gut mit mir meinen. Und bei wolpedia.de, da habe ich ein Paket bekommen. Da waren auch Großteil Wollen dabei, die sie mir zur Verfügung gestellt hat, um sie hier zu verstricken, also um sie zu verstricken und hier zu zeigen. Das mache ich natürlich gern. Das ist auch eine Ausnahme, sowas habe ich noch nie gemacht bei keinem anderen Wolllieferanten. Wenn ich zum Beispiel Wolle zeige, die ich verstricke, jüngst von der Wool and Forest, von der Alexandra, dann habe ich die auch selbst gekauft. Oder ich hatte mal Wolle von Mondlichtgarne und von der Heike. Ja, und da hat sie mir einen Strang Wolle dazugelegt, sozusagen als Geschenk unter YouTubern. Ich habe mich auch mega gefreut. So Sachen kommen vor.
Aber das ist ja auch in Ordnung. Ich selbst mache keine Werbung hier. Ich habe meinen Channel nicht monetarisiert. Ich habe es auch nicht vor. Bis jetzt immer noch nicht. Und denke so, ab und zu eine kleine Anerkennung tut schon gut. Wirklich tut gut. Also, jetzt habe ich wieder so viel gequatscht. Das sind schon 10 Minuten rum und ich habe noch gar nichts gesehen, außer hier dieses Teil, was fertig geworden ist und was ein bisschen merkwürdig aussieht für euch, für viele, weil oben ist es ein richtiger Roundabout geworden und unten wieder so ein Sylvia-Ding, ne? Aber dieses Sylvia-Ding kam von einer Betty-Anregung, von Betty Strickt. Die ist ja auch so, also Betty, wenn du mich siehst, ich liebe dich. Ich finde, ich gucke jede Folge, wenn du eine hochlädst. Du machst mir immer gute Laune. Und das ist so wichtig heute, ne, dass man gute Laune hat. Ja, das ist als größtenteils aus Garnet von Woolpedia, um beim Thema zu bleiben. Und das war auch der Anlass, warum ich das auch mitgemacht habe, weil ich diesen wunderbaren Modalbobbel, den ich zwar noch liegen hatte, der kam nicht mit dem Paket, aber den wollte ich jetzt auch endlich mal beginnen. Und der hat einen Verlauf. Ihr seht, der wird dann immer so ein bisschen gräulicher. Vom strahlenden Türkis verändert er sich so langsam. Das ist auch so ein Markenzeichen von dieser Art Wolle. Die ist halt so gewickelt, dass ein Farbverlauf drin ist. Muss aber nicht. Also jede von euch, die das jetzt das erste Mal sieht, und übrigens bin ich auch über diese Farbverlaufsbubble auf YouTube gekommen. Den ersten Farbverlaufsbubble, den ich hatte, den habe ich irgendwo im Urlaub gesehen in Italien und habe den aus Neugierde gekauft. Damals war ich noch wirklich mit dem Stricken gar nicht so viel unterwegs, obwohl ich in den 80er Jahren viel gestrickt habe. Aber damals hat mich Häkeln sehr gereizt. Und dann sah ich diesen Farbverlaufsbobbel und habe gedacht, oh, da kannst du was Schönes draus häkeln. Und dann saß ich vor diesem Bobbel und habe gedacht, was mache ich jetzt damit? Und bin halt auf YouTube gegangen. Und die erste, die ich gesehen habe, das war. Oh, jetzt komme ich nicht auf ihren Namen. Ah, oh, jetzt ist es gerade weg. Die mit dem Hund. Die leider aufgehört hat, Filmchen zu drehen. Hier auch aus meiner Region hier in der Nähe. Ah, oh, wenn es mir einfällt oder ich schreibe es rein oder unten drunter. Ihr kennt alle, die schon länger YouTube-Podcasts gucken. Das. Verstrickte Pfoten. Nein, 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 nein. Das war die, die das erste Mal viel über Farbverlauf-Bubbles berichtet hat und was sie strickt. Und neben ihr saß immer die Laika, ihren Hund, ihren schwarzen Labrador. Der ist jetzt, glaube ich, hochbetagt, das Tierchen. Also wenn du das sehen solltest, ich grüße dich herzlich und wünsche Laika und auch euch allen alles Gute. Das ist immer so einfach, hier mal einen Gruß loszuwerden. Man muss sich nicht so bemühen, einfach nur ein bisschen labern. Ich bin wieder vom Kröckchen übers Stöckchen gekommen. Hallo, es geht um den Roundabout, Karl. Ich war bestimmt spät. Es geht um meine Ausführung. Es geht darum, dass ich total begeistert bin. Nicolor hat dieses Ding entworfen. Von der Machart her ist er nämlich ein bisschen besonders, aber sagenhaft, wer das erste Mal einen rundpassenden Pulli von oben stricken will. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Oberweite hat oder breitere Schultern oder ganz schmal ist, der findet bei Nicolor das richtige Patentrezept, denn ihre Anleitung wird über eine Formel entwickelt, die sich, und das klingt jetzt auch hochwissenschaftlich, ist es aber nicht. Ihr braucht nur eine Maschenprobe machen von eurem Garn, was ihr verwenden wollt, und dann werdet ihr anhand der ausgezählten Maschen von Reihen und Runden, von Reihen und Maschenanzahl in der Breite durch die Anleitung geführt auf eine wunderbare Art und Weise. Und das ist nämlich auch bei dem, ich habe ja oft schon rundpassend Pullis gestrickt und jedes Mal, wenn ich so die Arme hochmache, schluppt das total nach oben. Und durch die Art der verkürzten Reihe, die sie uns hier durch die Anleitung führt, passiert es nicht. Und ich selbst habe mir noch einen Trick eingebaut. Ich habe mir auf der Vorderseite, hier kann man es vielleicht ein bisschen sehen, auch ein paar verkürzte Reihen eingearbeitet. Wegen der Brust. Gut, ich habe ein bisschen abgenommen. Es ist nicht allzu viel, aber merke ich schon ein bisschen. Und das ist jetzt echt ein Oversize. Vor allen Dingen hat er ein Mordsgewicht. Die Häkelei hat das doch noch verstärkt, das Gewicht. Das ist ja das Modalgarn. Das ist an sich sowieso schon ein bisschen
Schwerer für alle, die also keine Wolle vertragen oder auch vegan stricken wollen. Sollten sich mal schlau machen. Ich glaube, das Modalgarn von Julia ist auch vegan. Ich müsste sie anschreiben. Diese Infos verlinke ich euch auf jeden Fall, wie ihr zu diesem Shop kommt. Ja, und die Anregung von Betty war, sie hat ein anderes Muster verwendet. Ich habe das verwendet. Das habe ich aus irgendeinem Musterbuch mir rausgesucht. Hat mir gut gefallen. Ich ziehe ihn jetzt nicht an. Ich zeige ihn bei Gelegenheit mal angezogen. Die Ärmelchen gehen mir genau bis an Ellenbogen und das geht bis an die Taille und ist auch hinten ein Ticken länger, was auch gut ist. Und ich habe ihn jetzt noch nicht gewaschen. Ich traue mich beinahe nicht. Mal sehen, ob er noch viel größer wird. Aber natürlich stellt sich dann die Frage, wenn du jetzt so einen Pulli hast, wozu ziehst du den an? Entweder über ein Kleidchen, was vielleicht ein bisschen figurbetonter ist, kann man den schön drüber ziehen. Das ist der erste Plan, aber das Kleidchen habe ich noch nicht. Was ich aber habe, ist eine Hose. Oh, und die ist traumhaft. Ja, eine völlig untypische Farbe für mich. Guck mal, so sieht die aus, die Hose. Das blöde Schild, das legt sich so hoch und stört. Weg. Weg. Da will ich jetzt auch keine Reklame für machen. Scheiß. So, jetzt. Wie geht's? Leute, hier was zu zeigen, ist gar nicht so einfach. So, jetzt endlich. Das ist eine ganz lange Hose, aber unten am Knöchel eng. Und dieses Lachs hat mich irgendwie. Ich habe die Hose aus Neugierde bestellt. Ich habe es bestellt, ich gebe es zu. Ich habe es aus Neugierde bestellt, weil die mich so greift und weil sie reduziert war. Und die gab es in Dunkelblau und in diesem Lachs. Und Dunkelblau, Leute, brauche ich nicht. Erstmal hat man alle Jeans in Dunkelblau und Dunkelblau ist eh nicht so ganz meins. Wenn Dunkelblau irgendwo drin ist, dann ist es okay, aber sonst nicht so meine Farbe. Also lange Rede. Ich habe die Hose aus Neugierde bestellt und habe es angezogen und habe gedacht, oh, die sitzt so toll und hat so ein tolles Tragegefühl. Sie ist unglaublich schwer und trotzdem ein ganz tolles Tragegefühl. Ich sage euch mal die Zusammensetzung, Interesse halber. Tja, es ist Polyester und Elastan, aber ich weiß nicht die Art Zusammensetzung, auch wie das gewirkt ist. Guckt mal, ich zeige es euch mal. Das ist interessant und stabil und hat so diesen Schimmer. Ja, jetzt könnt ihr euch ja schon denken. Diese Hose, ich versuche es jetzt mal zu halten. Und dieser Pulli zusammen ist natürlich die Geschichte. Ne? Also das ist wirklich, das sieht ganz toll aus, weil zu diesem Pulli braucht man eine High-Waist-Hose. Der High-Waist, Neudeutsch heißt, soweit ich es verstanden habe, eine relativ oben eng anliegende Hose. Keine Buntfaltenhose, sondern relativ, mit einem hohen Bund in der Taille. Und das ist die. Und es sieht zusammen sehr, sehr schön aus. Ich hoffe, ich finde mal tatsächlich jemanden, der davon ein Tragefoto mit mir macht. Ich arbeite dran. Oh. So. Aufs Bett kann ich es nicht werfen. Guck dir mal, wie es da aussieht. Schnell wieder mein Body davor. Und nochmal einen Schluck Tee trinken. Jetzt mache ich Werbung, aber unbeabsichtigt. Das ist nämlich ein Becher von Fischerwolle, den mir meine Schwester geschenkt hat. Die hat sich dort Wolle bestellt. Ich habe es geschafft, sie fängt auch an zu stricken. Wieder. Lang, lange Pause. Und jetzt strickt sie auch. Jetzt sieht man das, was ich hier alles so im Regal habe. Das hat so schön zugehängt. Stört euch nicht dran. Ich bin wieder am Herfrickeln, was ihr da seht, ist Steine in einem Glas. Ich liebe ja besondere Steine. Aber nicht, dass ihr denkt, müsst ihr jetzt Steine an mich schicken, gell? Bitte. Das sind alles besondere Steine, die ich irgendwo mitgenommen habe. Aus der Mongolei, aus Tibet und auch gekaufte und versteinertes Holz und auch. Das zum Beispiel sind Lieblingssteine. Habe ich mir mal ich liebe das, so einen Stein in die Hand zu nehmen. Finde ich ganz toll.
Das ist ein Halbedelstein, der hat auch irgendeinen Namen, ich weiß es nicht. Aber warum ich das sage, ist, leider habe ich erst, oder Gott sei Dank, später erfahren, dass man eigentlich aus gar keinem Land einen Stein mitnehmen darf. Nicht einen einzigen. Wo habe ich dann das gedacht, wo ich einen Stein. Aus Jordanien. Da habe ich gedacht, ich könnte einen Stein mitnehmen, als Erinnerung hier für mein Glas. Und jemand aus der Gruppe sagte mir: Mach's nicht, mach's nicht. Du kannst Riesenprobleme kriegen, wenn die der Zoll entdeckt bei der Ausreise. Es ist strikt verboten, Steine aus einem Land mit nach Hause zu nehmen. Ich habe gesagt, naja gut, das ist doch einfach nur ein Stein vom See, da, der da lag am Rand. Und dazu stell mal vor, jeder Urlauber würde einen Stein mitnehmen, da hat das Land keine Steine mehr. Es wird seinen Grund haben, ich habe es nachvollziehen, ich habe es auch respektiert. Da habe ich es noch nicht gewusst. Schade eigentlich, ich wäre gern wieder im Tal der Unwissenden. Aber so viele große Reisen wird es nicht mehr geben. Gut, kleiner Ausflug zur Auflockerung. Das war jetzt was Fertiges. Ich habe noch mehr Fertiges. Wo habe ich denn hingelegt? Ich habe es doch schon parat gelegt. Ah ja. In einem Anflug von, ich weiß nicht warum, ja, im Zusammenhang mit der Hobbyausstellung, darüber hatte ich euch ja berichtet. Ich komme immer so nahe, gell? Das ist gar nicht so schön. Da seht ihr meine Falten so. Ich bin ein bisschen zurück. In einem Anflug von Neugierde, das, was mich häufigst begleitet, ist meine Neugierde, habe ich mich animieren lassen, eine Anleitung zu kaufen für eine Mütze. Ich bin momentan so richtig im Mützen-Dingsbums, bla. Und Auslöser war die liebe Frau Marten aus Dänemark. Wenn du mich siehst, komm jetzt nicht auf deinen Vornamen. Du bist auch so wie die Betty. Ein Sonnenschein. Dankeschön, dass du Videos machst. Bitte, bitte weitermachen. Und du bist ja auch eine Virenschleuder, ne? Das weißt du schon, gell? Also habe ich mir, weil auch Petit Mit ist ja momentan auch in aller Munde. Da gibt es auch ganz viele neue jetzt. Nordnitz aus Hamburg. Meiner Geburtsstadt eine junge Frau, Nord mit zwei O, Nitz. Deren Videos finde ich auch ganz toll. Die hat auch ihren eigenen Stil. Die ist jetzt nicht so mega, wie soll ich sagen, so wie mir, dass wir einen Clown gefrühstückt haben. Nein, jede YouTuberin, das ist ja auch blöd, also jeder YouTuber und jede YouTuberin, die sich mit Wolligem und Handarbeit beschäftigt, haben ja ihr, hat, ist das gutes Deutsch, hat ihren, Schrägstrich, seinen eigenen Stil. Und das ist schon toll, finde ich. Also irgendwie, ja, dass die Leute so ganz, diese Leute, diese speziellen Leute ihren eigenen Stil entwickeln und unverwechselbar sind eigentlich. Und das macht es auch so schön, dass man immer wieder guckt, oh, hat die jetzt mal wieder einen neuen Film aufgenommen oder wann kann ich wieder was sehen? Gut, Petit Nit war in aller Munde bei dieser Nordnitz und dann gibt es ihre Bekannte, da komme ich jetzt nicht auf ihren Namen, die hat auch, oh, die hat auch so tolle drei Filmchen gedreht. Die verlinke ich euch, die beiden. Und die machen viel von Petit Nit. Und dann unsere liebe Janine von Madame Toussaint macht ganz viel von Petit Nit. Und habe ich gedacht, naja, eigentlich eine Designerin, die so viel gepusht wird, muss ich jetzt nicht auch noch pushen. Aber, also, es klingt jetzt sehr, naja, ihr wisst schon, mit meiner Erwähnung hier in meinem Kanal. Aber es ist nun mal so, ich war dann angefixt und habe gedacht, dieser Oslo-Hat, der hat mich gereizt. Ich finde es immer schön, wenn die Mützen hier so richtig dick sind und einem die Ohren wärmen, weil wie oft hat man Mützen, die. Da zieht es noch durch, auch wenn sie doppellagig sind. Egal, es gibt genügend Gründe. Ich wollte auch Wolle ausprobieren und habe ein Oslo-Hemd gestrickt. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich weiß nicht was. Ich muss es mir mal. Also ich zeige euch mal in der ganzen Pracht nach unten. Ich muss es mir noch mal genauer ansehen. Hier oben links gehabt, auf einmal statt rechts. Ich drehe nochmal auf die andere Seite. Da gefällt er mir nämlich nicht. Aus mehreren Gründen. Also hier oben erstmal ist mir das hier oben nicht so toll gelungen.
Diese Abnahmespur finde ich so semi. Da muss ich mich auch nochmal schlau machen. Nee. Hat mich irgendwie genervt, da oben. Das sah irgendwie so aus. Das ist die rechte Seite und so hätte es, glaube ich, sein sollen. Oder irgendwas habe ich falsch gemacht, weil wenn man jetzt rumkrempelt. Dann ist der Rand unten verstülpt irgendwie. Guck dir mal. Also, man kann ihn aufsetzen. Nein, ich setze ihn jetzt nicht auf. Ich hab mich ja schon gestylt für nachher. Also, heute setze ich die mit. Und dann kommt das so da raus. Und irgendwas habe ich falsch gemacht. Ist aber egal. Der Hauptgrund, warum ich werde die noch öfters stricken. Die ist nämlich wirklich toll. Und eigentlich ist es kein großes Geheimnis. Es gibt, glaube ich, auch Videos von anderen, von Englischsprachigen, die so ein bisschen erzählen, wie man das macht hier unten. Guckt einfach mal, gebt Oslo Het ein, also Het Hat. Und dann kommt da schon auf ein paar Videos. Und ich muss mich nochmal selber schlau machen. Ich hatte das nur dabei bei unseren Kurzaufenthalten und hatte kein WLAN, konnte nicht nochmal so richtig ein Filmchen angucken. Und habe die Anleitung auch nur einmal durchgelesen, dann habe ich sie nicht mehr gefunden in meinem Gepäck und habe einfach fröhlich weitergestrickt. Und dabei ist das jetzt rausgekommen, dass die Krempe wahrscheinlich gegengleich sein muss und dass hier oben statt wie es sein sollte, rechts bei mir links ist. Aber das macht nichts, das kommt mit der Wolle auch ganz gut rüber. Und das erzähle ich euch auch gleich. Ich habe hier die Wolle. Die Fädchen doppelt gehalten, einmal ein Faden Pacific Lace von Gründel. Das ist eines meiner Lieblingsgarne, das kam bei mir schon häufiger vor. Und mit einem Faden von Drops, mit der Flora in Grau. Dann kam das so. Und dann war mir das aber sehr fest und dick. Und ich habe gesagt, hier oben am Kopfteil dürfte es ein bisschen geschmeidiger sein. Und da habe ich nur die Pacific Lace doppelt genommen. Und da ist dieses schöne Melange dabei rausgekommen. Also ich finde sie gut. Und sie sitzt auch gut. Sie sitzt wirklich gut. Ich habe sie jetzt noch nicht gewaschen und nichts. Und ich werde die Osso-Mütze noch öfters stricken. Ganz bestimmt. Also ich bin jetzt aber wirklich momentan in so einem Mützending drin. Weil Mützenstricken auch sehr entspannend ist. Man strickt ja meistens rundherum. Aber ich habe ganz viele Mützenpläne. Übrigens auch gibt es eine tolle Häkelmützenanleitung von Schulfrei, von der lieben Kirsten. Die in einem Tutorial eine Mütze von innen raus häkelt. Und das habe ich, und das habe ich auch in einem Video schon erzählt, schon öfters gemacht, früher, aus lauter Restegarn so Häkelmützen zu häkeln. Und beim letzten Video bin ich ja nicht drauf gekommen. Ich habe immer Barrett gesagt. Natürlich ist es eine Baskenmütze. Also mir persönlich stehen Baskenmützen gut. Eigentlich besser wie so eine. Und da kann man wunderbar experimentieren. Ich habe auch bei Drops schon viele tolle Anleitungen gesehen mit so Lace innen drin und wo man von hinten anfängt. Und dann, oh, ich habe so viele Pläne und noch so viel zu machen. Oh. Wie bin ich eigentlich drauf gekommen? Ich habe einen Schluck Tee getrunken mit dem Fischerwollebecher, muss nochmal trinken. Und das ist der Spruch da drauf. Gut, ne? Wolle ist, wo mein Zuhause ist. Nee, Quatsch. Zu Hause ist, wo meine Wolle ist. Das war jetzt wieder so ein sylvianischer Versprecher. Okay, das ist fertig. Noch nicht gewaschen. Die kann ich werfen. Den Roundabout wollte ich jetzt nicht werfen. Da ist mir zu schade. Und dann ist fertig geworden auch. Weil ich an dieser Hobbyausstellung teilnehmen will, muss ich ja ein paar Kleinigkeiten mitnehmen. Und es passt in meine Weihnachtskiste. Und die Hobbyausstellung, die ist im November. Und ich werde euch nochmal extra berichten darüber. Es hat auch schon jemand gefragt, wann und wo die ist. Das kann ich euch schon mal sagen. Das ist in Groß-Umstadt, im Pfälzer Schloss. Und ist immer an Volkstrauertag-Wochenende. Ich weiß jetzt das Datum nicht auswendig. An dem Buß- und Betag, der uns ja genommen wurde, nachmittags, mittwochs und am Toten Sonntag Wochenende. An diesen zwei Wochenenden und an dem Mittwoch Buß- und Betag, da findet diese Hobbyausstellung statt. Und Leute, bevor ihr jetzt denkt, oh, toll,
Das ist mini. Es ist eine ganz, ganz, ganz kleine Ausstellung. Es sind vielleicht höchstens 10 Aussteller. 12. Es geht auch um Gemälde. Es wird auch um Gemälde ausgestellt. Ganz viel gebasteltes, ganz viel getüfteltes, auch selbstgemachter Schmuck. Also ich werde berichten, wenn es näher rückt. Und ich mache diesmal auch mit. Ich habe früher regelmäßig mitgemacht. Dann habe ich mal pausiert. Dann kam Corona. Weil ich eben wirklich viel in meinem Schrank habe, was mir wirklich mal zeigen kann. Und vielleicht hat auch jemand Interesse daran, das zu kaufen. Und natürlich kann man da die Preise, habe ich auch schon mal berichtet, nicht in die endlos, eigentlich in den Bereich treiben oder nennen, wie die Sachen wert sind. Es ist nur so, dass es tatsächlich viele Schals oder Tücher gibt oder ähnliches, die entweder wo so ein kleiner Makel ist, der meinem heutigen Anspruch nicht mehr genügt, oder die Farbe vielleicht oder die Machart, oder weil ich es einfach doch nie anziehe, weil es ein Schrankleiche ist, ja, ein fürchterliches Wort. Also ein, ja, ein nicht getragenes Teil. Und irgendwann, ich will einfach noch viel neue Sachen machen und ich muss mich auch mal von was trennen. Und ich weiß noch nicht, wie ich die Preise gestalte. Und es wird auch einen Bereich geben, wo ich Kleinigkeiten verkaufe für Wohltätigkeit. Mal gucken, wie ich das hinkriege, wie ich das weitergebe, die Idee, und wie ich sie umsetze. Ich habe schon gedacht, dass so manche Kleinigkeiten, dass ich einfach sage, okay, halbe, also Material, dass mein Materialpreis reinkommt, dass ich das auch so auskalkuliere, dass der Materialpreis für mich wieder zurückfließt, damit ich mir neue Wolle kaufen kann. Und die Zeit und das Talent oder die Idee dahinter, dass ich mir die auch bezahlen lasse, dadurch, dass es dann auch dieser Teil der Summe für einen wohltätigen Zweck ist. Ich habe da so Interesse an einem Projekt im Ausland, um Mädchen zu fördern, mit Bildung weiter zu fördern. Und wenn das soweit ist und ausgereift ist, werde ich euch näher darüber berichten. So, und warum ich das alles erzähle? Ich habe einen Sophie's Scarf gestrickt, auch aus Neugierde, aus 2 Garnen, die ich jetzt nicht hier habe. Das eine ist ein Farbverlaufsbubbel, ein Sockengarn von Hobby gewesen und das andere ein Mohairgarn von Hansa Farm. Hier werden auch viele Sachen verheiratet, Konkurrenten miteinander vereinigt, Wollkonkurrenten. Und das ist mein Sophie's Scarf. Und es macht so einen Spaß. Ich werde noch, wenn ich kann, noch mehrere stricken, weil das ist bestimmt auch was man gut im November auf so einer Ausstellung vielleicht mal anbieten kann. Ich dachte, ich mache vielleicht auch ein Stirnband dazu und vielleicht kleine Handstülpchen in demselben Design. Mal gucken. Ideen habe ich tausende. Es fehlt nur an der Zeit, die umzusetzen. Und das ist schon ein Liebesschälchen. Ne? Das kann man sich einfach so einmal umknoten, ist ja total gehypt jetzt. Und ich muss auch sagen, dass so ein kleines Schälchen hat wirklich Vorteile. Ja, ihr wisst es alle, es ist nicht ohne Grund in unserer aller Strickbeutel irgendwo verborgen, ein kleines Schälchen in der Mache. Auch bei euch da draußen. Ne? Hoffe ich doch. Also das ist mein Sophie Scarf Nummer 2 gewesen. Der andere, der war so ein bisschen, naja. Dann habe ich aus dem Vulpedia Garn, was ich schon länger im Schrank liegen hatte, ein Schälchen von Nicola. Wie heißt Nico Design? Nicolor. Die Nicola Susan hat eine Schalanleitung für so ein kleines Schälchen kostenfrei auf ihrer Internetseite oder bei Ravelry. Und ich habe einen kleinen Modal-Farbverlaufsbobbel genommen. Ihr seht ja, wie das verläuft. Ich weiß jetzt nicht, wie das Schälchen heißt. Ich muss es euch unten einblenden. Ich habe das jetzt nicht vorbereitet. Das ist auch ein kleines Mini-Dreieckstüchel. Und dieses Modalgarn, wenn ihr auch noch ein Knäuelchen oder Reste Modalgarn habt, nehmt das mal für so ein Projekt. Das ist wirklich der Hammer. Das ist so angenehm am Hals. Ehrlich gesagt, noch ein bisschen. Das ist schon ganz weich hier. Es ist aber auch noch nicht gewaschen. Werde ich auch mal durch Euzelan durchziehen. Wer es nicht weiß, Euzelan ist ein Wollwaschmittel. Aber das ist doch, oh,
Bei allen Teilen, die ich jetzt neu gemacht habe, da gehört das dazu, strauchel ich, ob ich es überhaupt auf den Verkaufstisch legen soll. Ich glaube, das behalte ich. Das ist so ein Träumchen. Also, Resteverwertung und in dem Hype einen kleinen Schal zu stricken und es macht auch Spaß, ist die Anleitung von Nicolor Design. Ich weiß nicht, Asymmetrik, irgendwas mit Asymmetrik heißt das Schildchen. Viele von euch werden es vielleicht kennen. Und die Besonderheit bei mir ist, ich habe hier mit dem I-Cord abgekettet, weil wir das alle so schön. Ich weiß gar nicht, ob es in der Anleitung stand. Ich habe hier einen schönen I-Cord-Abschluss gemacht. Das Tuch wird ja gestrickt von links nach schräg. Durch Zu- und Abnahmen entsteht es halt. Ne? Und hier die Kante war nicht schön. Und da habe ich auch noch ein I-Cord draufgesetzt und guckte mal. Die Kante hat nicht so schön ausgesehen. Und dann habe ich diesen I-Cord da drauf. Und das macht das so richtig edel. Und auch vom Handling her. Erst habe ich gedacht, oh, das schnürt das Tuch so ein bisschen zusammen. Aber nein, es hat es wirklich aufgewertet. Ne? Sieht so richtig fein aus. Und auch dieser Kontrast ist hier ganz spannend. Ne? Ja, noch ein kleines Tüchlein fertig geworden. Das waren die drei Sachen, die fertig sind. Ich wollte euch unbedingt noch Sachen zeigen, noch mehr Sachen, die fertig geworden sind. Aber ich berichte es erstmal weiter über und kann es nicht. Weil, warte mal, eins kann ich ja mal greifen. Hol ich mal schnell. Leute, das Cumulus-Tee ist mir in die Hände gefallen. Das schlummerte in einer halb vergessenen Projekttasche. Und das ist ja ein totales Sommerprojekt. Das musste jetzt unbedingt fertig werden. Und so weit bin ich gekommen. Ich bin hier unten am Abketten. Und da wollte ich erst, na, also italienisch abketten. Ey, das ist ja, das habe ich einmal probiert. Da bin ich immer noch nicht mit ajour. Ich habe jetzt bei der. Wie heißt sie? Die Rina Lehmann. Die hat in ihrem Tutorial einmal ein RUKE, RUKE Abnahmemethode gezeigt, die sie bevorzugt und die verwende ich hier. Aber auch das ist ein Geduldsspiel bei diesem Garn. Das ist ein ganz dünnes Baumwollgarn und ich habe hier das Cumulus Tee so weit voran, dass ich es unten abketten kann, wie ihr seht. Jetzt kommen noch ein paar Ärmelchen dran. Mal gucken, wie weit ich die stricke. Große Lust habe ich keine mehr daran, aber es ist so ein bisschen ein Pflichtprojekt. Obwohl vom Tragegefühl und allem, das wird bestimmt ganz toll. War natürlich auch ein echter Hochsommerstrick. Ich kann euch sogar die Wolle zeigen. Hier habe ich die, kann ich die euch zeigen? Nein. Da ist es, da ist es. Das war, gab es mal, ich weiß nicht, ob es noch gibt, von Rico Design, Kreativ Melange Design. Da habe ich zwei Arten gehabt. Einmal diesen sanften Farbverlauf und dann den kräftigeren, durch den sind die Streifen entstanden. Aber ihr seht ja, mit Dreiernadeln sind es. Und trotzdem, bei mir entsteht doch ein recht grobes Gestrick, macht aber nichts bei dem Garn. Das Strickbild ist an und für sich passend zu dem Garn. Und ich glaube, wenn es gewaschen ist, wird es ganz toll. Und das ist so schön zu tragen. Aber das Stricken, oh nee. Das macht mir momentan überhaupt keinen Spaß, so ein Garn. Das ist auch so. Ich quäle mich ein bisschen durch. Es ist so ein bisschen Pflichtprogramm. Weil es wäre ja schade, der ist ja fast fertig. Leute, den kann man doch auch fertig machen. Das gleiche gilt für mein nächstes Projekt. Das ist das gleiche in Grün. Und das habe ich eben, weil das auch zu meiner Hose passt. Und das habe ich auch schon länger angefangen und schon länger liegen lassen. Das ist eine Strickjacke von der Claudia Wersing. Die nennt sich Ria-Jacke. Da habe ich schon Rücken und ein Vorderteil fertig und es ist ja so schön und das ist genau die Farbe von meiner Hose. Jo,
Jetzt bin ich schon am das zweite Vorderteil am Anschlagen. Das heißt schon, ist gut. Aber das Schlimme ist, man muss es oben zusammennähen. Oh, das ist so schwierig. Da kannst du machen. Ich habe so lange rumgemacht, bis ich die Naht zusammen hatte. Und trotzdem sieht es so aus. Ah! Aber damit muss ich mich jetzt abfinden, wenn das Ding fertig werden soll. Brauche ich ja gar nicht mehr so viel zu machen. Das und Vorderteil strickt sich ja relativ schnell. Und dann kommen noch die Ärmel dran. Und das passt so gut zu der Hose, die ich euch vorhin gezeigt habe. Ah, ich sag's euch, es ist wirklich manchmal. Manchmal ist man wirklich ein bisschen verrückt, ne? Also ich bin mein. Das steht auch immer so obendrauf auf meiner Kiste oder meinem großen Korb, wo ich die Sachen habe, die fertig werden sollen. Dazu gehört auch das nächste. Das ist mir eingefallen, da habe ich sogar schon dran gestrickt als die Orientbayerin. Hallo, ich grüße dich, wenn du mich schaust. Genau die gleiche Wolle mit dem Raglan von oben. Habe ich schon. Hallo, ich habe den gleichen Raglan von oben. Der liegt als UFO in irgendeiner Kiste. So weit bin ich da. Und da das so ein langweiliges Gestricke ist, und das kann, das ist wunderschön, aber es strickt sich auch nicht schön. Also wenn wir ja jetzt die tollen Garne gewohnt sind und vor allen Dingen nach dem Modalgestricke hier und nach dem da, ne? Wenn du sowas strickst und wenn du sowas strickst und dann sollst du sowas stricken. Oh, da stellen sich alle Haare. Also das ist nach dem RVO-Prinzip. Ich habe aber oben mir einen runden Weiten und runden Kragen gemacht. Da mir die Wolle, ich habe nur noch zwei Knäuelchen von der Wolle. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Das ist eine und der andere ist die anderen zwei. Muss ich jetzt gucken, wie weit ich komme. Hier habe ich aus Langeweile mich umgeswitcht auf ein anderes Muster. Das ist ein Strukturmuster, das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt es auch oft bei Socken. Eine Masche rechts, eine Masche links und in der zweiten Reihe glatt rechts drüber. Und da entsteht so ein bisschen so was Körniges. Fand ich jetzt da ganz witzig. Hier oben habe ich schon mal eine Lochmusterreihe eingearbeitet. Inzwischen ist es auch wahrscheinlich oversized. Muss ich dann auch mal gucken, wie ich damit klarkomme. Vielleicht stricke ich jetzt, höre ich auch damit jetzt mal auf, stricke noch ein bisschen glatt weiter und mache unten noch mal einen breiteren Streifen. Ich glaube, das könnte auch ganz gut werden, und mit dem Glattstricken, denn man muss schon gut aufpassen, wenn man das Garn mit dem Strukturmuster strickt, dass man sich nicht vertut. Aber schön aussehen tut es schon. Das wird mir auch stehen. Ich muss mal auf Pause drücken. Also an dieser Stelle muss ich das Video jetzt doch kurz beenden und werde es in ein größeres Video einbauen. Denn einmal ist hier meine Aufnahmekapazität sowieso erschöpft und ich bin jetzt leider unterwegs und mache noch ein bisschen weiter in einem zweiten Videosegment, was ich dann hier anhänge. Das werdet ihr ja dann sehen. So long. Jetzt ist mir doch eingefallen, dass ich noch zwei Projekte vergessen habe. Beziehungsweise, als ich das ganze Video abgedreht habe, bin ich da drüber gefallen, mehr oder weniger. Ihr seht, es war so viel los bei mir. Jetzt muss ich das einschieben in das große Video. Erschreckt nicht, wenn es wieder kuddelmuddelig ist, aber da müsst ihr durch. Denn ich habe noch zwei fertige Sachen. Die will ich euch jetzt auch zeigen. Weil in der Hoffnung, mein nächstes Video gibt es wieder noch mehr fertige Sachen. Es ist fertig geworden, ein Schal nach einer Anleitung von Astrid Müller, Rubator Design. Und zwar der Crespo-Schal. Crespo so viel wie Kraus gestrickt. Das ist die eine Seite und das ist die andere Seite. Gefadet und doch nicht gefadet, teils mit Streifen, teils gefadet. Also ein kunterbuntes Projekt mit einer wunderbaren Wolle. Ein Garn von Wolleule Alex und eingefasst mit einem Garn per iCord, das von, wie heißt
Mayfair. Von Hobby. Mayflower. Mayflower, das kann. Ich hatte nichts mehr übrig von dem Grün und habe gedacht, okay, riskier's, nehm das. Und ihr seht, wie es geworden ist. Wunderschön. Ich stehe mal auf und zeige euch das mal so im Ganzen, so gut ich kann. So groß ist das geworden. Man kann es auch viel, viel größer stricken, weil die Anleitung das ermöglicht, unterschiedliche Reste zu verbrauchen, beziehungsweise auch nur ein Garn und die Größe so zu wählen, wie man sie braucht, dass man bis zum letzten Fädchen aufstricken kann. Und das ist wirklich ein tolles Tuch, wie ihr seht. Und das gefällt mir auch mega für mich. Die Form ist für mich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da habe ich so am Anfang so ein bisschen meine Probleme mit gehabt. Aber alles gut. Ne? Ich muss mal das Fenster zumachen, weil macht mich jetzt, Entschuldigung, macht mich ein bisschen nervös, weil der Nachbar draußen am Rasenmähen ist und mit seinem Kantenschneider da ein bisschen Lärm macht. Gut. Ja, also das ist auch fertig, mein Crespo-Schal. Ihr sollt sehen, ich habe doch noch ein bisschen mehr fertig gemacht, gell? Ja, schöne Farben, tolles Material. Ach ja, jetzt weiß ich, was ich zeigen wollte. Wenn man ihn längs legt, in der Mitte von der Zunahmenreihe, dann kann man ihn sich auch ganz toll drapieren, wie ein Loop. Geht das super? Na? Ganz toll legt sich das. Als Schultertuch ist es nur so semi durch die Form. Ne? Aber, was habe ich noch probiert? Ich habe auch probiert, ihn ein bisschen ungleichmäßig zu legen. Das heißt, nicht nur an der Zunahmereihe, sondern ein bisschen so halb und halb. Dann sieht es auf der Seite so aus und auf der Seite so versetzt. Und da hat man auch mehr Möglichkeiten. Also ich mache mir den einen Schlenker immer so ein bisschen um den Hals und das andere werfe ich mir so rundherum. Und da kann man ein bisschen halsferner unterwegs sein. Und es sieht auch noch gut aus. Für Effekt, ne? Dann könnt ihr euch das so legen. Und das bleibt irgendwie auch immer liegen. Es ist sehr angenehm, wenn man es nicht so nah am Hals haben will. Ja. Crespo-Schal, Obator Design, Astrid Müller, eine ganz tolle deutsche Designerin, die auch viel Spielraum gibt für Kreativität in ihren Anleitungen. Und die auch modular sind, das heißt, man kann sie unterschiedlich verwenden, die Anleitung, weil sie auch oft verschiedene Garnstärken innerhalb der Anleitung anbietet, beziehungsweise Möglichkeiten, das auf sich anpassend zu erstricken. Oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen raus mit meinem Gelaber, aber ihr wisst, was ich meine. Aber ich wollte es euch unbedingt zeigen und diesen Teil in den großen Teil einflicken, weil ich hoffe, dass beim nächsten großen Video wieder mehr andere Sachen fertig sind. Und das war jetzt doch eine längere Pause und habe ich ja gerade vergessen, was noch fertig geworden ist. Und es ist noch was fertig geworden, es hängen nur noch ein paar Fädchen dran. Ich habe es schon gewaschen und gespannt, aber nicht alle Fäden vernäht. Guck dir mal, mein Little Sister, kleine Schwestertuch von Melanie Berg, das heißt Merlin Nitz, ist fertig geworden. Da muss ich auch aufstehen dazu, um euch das zu zeigen, wie groß das geworden ist. Schaut mal, und das Garn, das ist eine Sockenwolle, Strumpfgarn von Wollrödel. Und das wurde ausgesucht in der Farbe. Und ich habe es verstrickt mit diesem wunderschönen Wellenmuster. Das hat auch, anfangs musste ich mich eine Weile intensiv damit befassen, bis ich die verstanden habe, die Anleitung. Aber jetzt ist es mir doch ganz gut geglückt, das auch auswendig zu stricken.
dieses Wellenmuster, was einfach Spaß macht und man will, hangelt sich so auch so durch von Musterrapport zu Musterrapport. Und das Muster an sich erlaubt es auch, dass das Tuch sich schön drapieren lässt, weil es einfach, es ist kein richtiges Lace, aber durch das Durchbrochene bleibt das Tuch unheimlich geschmeidig und gibt ein richtig mega, mega, mega großes Teil. Eben sagt mein Tablet, dass es Akku leer wird und ich froh bin, dass ich das nochmal so reinfliegen konnte. Little Sister, eine tolle Anleitung, die Riesenspaß macht. Die Melanie Mielinger, die hat die auch gestrickt, die Little Sister, und auch geschwärmt davon. Und das, die Form ergibt sich halt riesig irgendwie, ne? Ich habe 5 Knäuelchen gebraucht, von der 50 Gramm Knäuelchen von der Sockenwolle von Rico, die diesen Verlauf hat. Hier oben gefällt es mir noch ein bisschen, weil hier unten wird es halt ein bisschen ungleichmäßiger, aber das hat auch was damit zu tun, dass die Reihen halt länger werden. Aber mich stört es nicht. Ich finde es ein ganz tolles Tuch geworden, was auch groß genug ist für jemanden, der große Tücher liebt. Und es ist sogar dafür, dass es ein Sockengarn ist, also 75-25 Mischung. Trotzdem ist es sehr angenehm, sehr weich. Wirklich, man kann es gut auf der Haut tragen und die Wolle würde sich auch gut für andere Projekte eignen. Da ist mir auch schon gleich was durch den Kopf gegangen, aber nein, ich wollte mich noch beherrschen. Hier hängt auch noch ein Fädchen, aber das wollte ich euch zumindest fast fertig noch zeigen, weil das vielleicht auch irgendwann das Haus verlässt. Ne? Gut, jetzt geht's weiter mit dem unterbrochenen Video und ich bin froh, dass ich euch das jetzt noch zwischen reinfliegen konnte. Ja, und drücke auf Stopp, um die nächste Passage für euch weiter hochzuladen. So, da bin ich wieder. Inzwischen haben sich die Lichtverhältnisse etwas geändert. Auch Dauerthema bei uns YouTubern. Ja. Ich hätte ja die Zeit nutzen können, jetzt nochmal schnell was beizuräumen, aber ich habe auch gar nicht mehr so viel jetzt zu zeigen. Das heißt, ich hätte noch viel mehr zu zeigen. Vielleicht drücke ich nachher nochmal auf Pause und spreche mit euch nochmal über meine Pläne. Je nachdem, wie viel Zeit mir jetzt bleibt. Wie auch immer, es geht weiter in meiner Kuddelmuddel-Show von Wolle und Wolligem und Handarbeiten. Das hatte ich euch zuletzt hochgehalten und auch erzählt, die Orientbayerin, die Susanne, hat das Teil ähnlich gestrickt und die gleiche Wolle. Und habe ich gedacht, jetzt muss ich das auch mal fertig kriegen. Ich betrachte das ähnlich wie das hier die Jacke als Pflichtarbeit momentan. Hobby soll ja Spaß machen, aber manchmal gehört auch ein bisschen Pflichtarbeit dazu. Es ist ja nicht mehr so viel. Es soll ja auch keine langen Ärmel kriegen. Ich mache nur noch ein bisschen hier dran, dass es nicht so unfertig aussieht hier über dem Arm. Und werde jetzt mit dem Strukturmuster aufhören, wie ich schon vorhin sagte, glatt weiter stricken und dann das Bündchen in dem Muster weitermachen. Dann werde ich es mir mal überwerfen, denn auch der Ausschnitt muss natürlich eingefasst werden. Ich würde ihn am liebsten ziemlich weit lassen. Ob es ein I-Cord Abschluss geben kann, bleibt noch zu prüfen, wenn ich es mir überziehe. Ja, ich könnte es eigentlich, die Nadel ist lang genug, aber naja, ich habe vor allen Dingen auch noch weiter gestrickt, auch so ein bisschen, immer wenn ich nicht wusste vom Fernseher, was hast du jetzt einfach easy going zu stricken, was dir nicht so beschäftigt, dass du falsch stricken könntest während eines spannenden Krimis. Da habe ich meinen Criss-Cross-Schal weiter gestrickt. Das ist auch ein Wolle-Bubbel, ein Modal-Bubbel von wieder. Heute die Sendung ist echt eine Werbungssendung für Wolpedia. Aus gutem Grund. Dieser Verlauf ist so. Der nennt sich Irish Mose.
Moos, nicht Moos, fängt dunkelblau an, ist eine Tuchwicklung, das heißt, das ist Absicht, dass die Abschnitte sich so proportional zum größer werdenden Tuch verhalten, die Farbabschnitte. Und so weit bin ich da. Und es macht Spaß, aber, es gibt ein Aber. Ich bin relativ ungeschickt mit dem Modalgarn immer bei Patent, besonders auch hier. Mir passiert es dann immer wieder mal, dass so ein Fädchen sich querstellt. Das heißt, dass ich das nicht erwischt habe. Aber schlussendlich sehe ich großzügig drüber hinweg, weil das kommt nicht mit in die Ausstellung. Nein, das wird meins. Aus mehreren Gründen, wie ihr sehen könnt. Und es ist so weich. Und das kommt so gut mit der Farbe. Jetzt kommt ja das. Ne? Das wird bestimmt gut. Und das ist so, ach, dieses Modalgarn, ich kann es euch nur empfehlen. Vor allen Dingen, wer Wolle aus mehreren Gründen nicht nutzen will, sollte sich damit mal befassen. Gut, auch das gezeigt, das wohnt in diesem schönen Beutel hier, farblich passend. Und das ist so ein Projekt, was jetzt, das habe ich gern vom Fernseher gestrickt und das habe ich gern vom Fernseher gestrickt. Wenn ich da mit der Jacke an die Ärmel komme, das wird auch gut gehen. Ein weiteres Teil, was euch sicher brennend interessiert, konnte ich jetzt zwar vom Fernseher stricken, aber doch nicht, jetzt nicht mehr, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen intensiver damit befassen, ist aber immer noch ein absolutes Lieblingsprojekt. Soweit bin ich inzwischen gekommen mit meinem, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, von Anke Strick, Holzen, mit dieser aparten Farbgebung. Und ich bin so weit beim einen Ärmel gekommen, ich hatte Lust, den Ärmel zu stricken. Ging wunderbar. Und zwar mit einem Nadelkonstrukt, was ihr alle kennt. Und zwar habe ich mir mal dieses Mäppchen von Chiago gegönnt. Und da kann man die Seile gut variieren für die Ärmelbreite oder Weite, je nachdem. Und immer schön rundherum stricken. Dann habe ich mir mal ein Chiago-Nadel gegönnt. Hier, die 40 cm ist. Aber die ist schon ein bisschen, das zwängt jetzt schon ein bisschen. Ich habe die jetzt nur zum Stilllegen benutzt, weil ich jetzt den zweiten Ärmel anfangen möchte. Um später dann den fertig zu machen, ist immer noch Zeit, denn ich möchte jetzt erstmal hier den breiten Blockstreifen beenden am Ärmel. Ich versuche euch das jetzt nochmal in Ruhe so zu zeigen. Denn das ist ja ein einseitiges Muster. Das heißt, hier nur auf dem rechten Ärmel wird sich dieser Blockstreifen ergeben und über die Brust und den Rücken. Und dieser ist Uni. Das macht den besonderen Reiz des Pullis aus. Und jetzt will ich nämlich erstmal noch vielleicht die doppelte Breite, also dieses Stück nochmal so breit dran stricken, weil ich brauche ja dann auch die Wolle für diesen Streifen in der gleichen Breite. Und dann geht es wieder mit dem dünnen, schmalen Orangestreifen weiter und dann kommt das grün gemusterte. Das grün gemusterte habe ich euch schon intensiv erklärt in meinem vorletzten Video. Habe ich vieles dazu gesagt zu diesem Projekt. Könnt ihr noch mal reinschauen. Und zwar habe ich Holstengarn, die Noble oder Noble. Das ist 95% Wolle, 5% Kaschmir. 333 Meter auf 50 Gramm, fühlt sich aber dünner an. Nee, 333, ja, das sind ja über 600, 666 Meter auf 100 Gramm. Also schon Lace, eigentlich Lace, mit einem Lace-Garn mit Seidenanteil von der Anne, Strick mit Kick und die beiden zusammengehalten. Das strickt sich so schön. Also es ist ein Vergnügen, das zu stricken. Es war auch ein Vergnügen, den Ärmel hier zu stricken. Das erste Mal, dass ich richtig Spaß hatte, einen Ärmel zu stricken, mit Hilfe dieser Chiago-Kurznadeln. Es wurde schon mehrmals gezeigt, aber wer es noch nicht kennt, will ich noch mal kurz wiederholen.
Hier habe ich schon mal zwei aus irgendeinem Grund aneinander gehabt. Das sind die kürzesten Seilchen, die es gibt. Und die Nadelspitzen sind entsprechend gemacht. Das heißt, es gibt etwas längere. Die sind so. Und ganz kurze. Die sind so. Und das ist genial. Das ist genial. Ja, das hier seht ihr, die 3,5er, die habe ich. Ich weiß jetzt nicht, wo sie wohl liegen. Ich habe hier ein totales Chaos. Ich muss jetzt unbedingt aufräumen. Ich liebäugle natürlich auch unbedingt mit dem roten Set. Aber es ist natürlich auch eine Investition, die sich lohnt, wenn man viel Oberteile strickt, Ärmel strickt. Es eignet sich eigentlich zu allem. Es eignet sich auch zu meinem kleinen. Hier habe ich ein Monsterchen angefangen. Das ist noch nicht fertig bestückt. Das kriegt jetzt ein Monsteraugen und Dings. Das kommt auch so. Teilchen gehen mit auf die Hobbyausstellung. Ich hatte schon mal so ein Monsterchen gestrickt. Das ist jetzt nur das Grundmodell. Und für diese Art Nadelsystem ist natürlich auch sehr hilfreich bei sowas. Man muss nicht alles mit Nadelspiel machen. Ja. Und das Zubehör ist außer den Seilen dieser tollen Tasche vorne drin. Da ist auch ein zum Verschrauben eine Hilfe, dass man es besser greifen kann. Die Einsteckhilfe fürs Löchelchen, um wenn man es richtig anziehen will. Stopper zum Zuschrauben, wenn man was stilllegen will. Und Maschenmarkierer. Alles da drin. Das ist so praktisch und genial. Und ja, man muss halt gucken, wo man es mal günstig herbekommt. Ja. Ich bin ganz happy damit. Und das Rote wäre ich noch also Richtung Weihnachten, ne? Okay. Ja, mein Holsten, der macht immer noch Spaß. Nur habe ich den nicht dabei gehabt bei meinen diversen Kurzreisen, die ich jetzt hatte in letzter Zeit, weil das jetzt mich erstmal wieder ein bisschen herausfordert, das jetzt abzumessen, das entsprechende Garn bereitzustellen. Das ist nämlich aus einem anderen Projekt, muss ich mir das Knäuelchen noch dazu holen. Und das hängt dann alles irgendwie miteinander. Und Fakt ist, wenn ich jetzt den Ärmelblockstreifen fertig habe, dann stricke ich auch den Ärmel so weit wie den hier, lege beide Ärmel still und stricke dann erstmal den Körperteil. Das ist ja dann auch alles wunderbar easy going. Und diese Wollen, wie ich sagte, macht wirklich Spaß zu verstricken. Und das Konstrukt der Holsten-Sweater von Anke Strick ist wirklich ein sehr gut beschriebenes Teil in der Anleitung. Ja, ich glaube, das reicht jetzt, was ich euch alles so gezeigt habe. Ich will euch jetzt noch mal schnell ein paar Neuzugänge zeigen und vielleicht ein paar Pläne, eine Vorausschau geben. Ich drücke mal kurz auf Pause. So, es ist spannend wie immer, mein Chaos wird immer größer, aber das will ich euch nicht vorenthalten. Gestern kam ein Paket an von Wollhalle oder Wollehalle. Ich hab mich hinreißen lassen zu bestellen aus mehreren Gründen. Den ersten Grund sage ich euch, ich habe dieses Garn hier liegen, das ist die Regina von Lana Grossa, nee, von Langjans. Und diese Wolle habe ich schon so oft in der Hand gehabt und habe schon x Maschenproben gestrickt. Hier habe ich das Garn zusammengehalten. Mit was habe ich denn da zusammengehalten? Ach, mit dem hier, das ist die Cielo. Oh, die poppt ja hier auf, die Garn. Das ist ein Acryl-Mohair-Gemisch. Ganz weich, ganz fluffig, pflegeleicht von Junghanswolle. Die habe ich bestellt, um sie tatsächlich mit der Regina zusammenzuhalten, weil ich das Morning Ritual oder Early Morning Ritual, ich stelle es euch unten rein oder schreibe es jetzt hier hin, von Andrea Mori, der Pullover, der hängt mir schon lang im Kopf herum. Ich sehe ihn immer vor mir und möchte ihn gern haben. Und die Regina alleine, die ist nicht geeignet. Und ich wollte einen Flauschgarn dazu halten. Dann habe ich diese extra, das ist auch so ein Aquaton, diese ganz, ganz weiche von Junghanswolle bestellt. Cielo heißt die, glaube ich. Und habe die dann
miteinander verstrickt. Das ist aber ein bisschen too much. Das sieht zwar so schön aus, aber für den Pullover ist es einfach. Nee, das ist nichts. Der ist einfach dann zu dick und zu kräftig. Der soll flauschig sein. Der ist aus dem Bouclé-Garn im Original gestrickt. Das ist so ein Pulli. Wie gesagt, ich werde es euch unten verlinken und auch hier nochmal reinschreiben, dass ihr selber nachgucken könnt bei Andrea Mori, wie der aussieht. Der hat einen Stehkragen. Dann sind hier Zöpfe runter, Zöpfe über die Arme und Taschen. Und das ist so ein Wohlfühlpullover. Und dafür war mir das ein bisschen zu viel. Dann habe ich mal die Cielo hier alleine verstrickt. Und das ist zu wenig. Die würde sich ja zum Beispiel für einen Ranunculus eignen. Glaube ich. Wunderbar wäre die. Und ich habe noch einen anderen aus einem Heft ein Pulli im Blick. Also auch so ein Oversized-Pulli mit einem leichten Lace-Muster. Sehr durchbrochen. Da würde sich die Wolle auch gut eignen. Aber das ist wirklich Zukunftsmusik. Das Morning Ritual. Ja, Morning Ritual heißt er. Also Morgenritual von der Andrea. Der steckt mir dick im Hals. Den will ich sofort haben. Und suche halt immer noch Wolle. Und so kam ich auch zu Wollhalle. Weil die haben jetzt irgendwie Werbung gemacht gehabt, ziemlich aggressiv Werbung, in Anführungsstrichen aggressiv, wie andere auch, wie Hobby I, um andere zu nennen, oder werden noch, ach, da gibt es noch mehr, die richtig toll Wollwerbung machen, sodass wir immer wieder verführt werden. Und bei Wollhalle gab es in der Werbevorausschau als Angebot diese tolle Glitzergarne, als Beilaufgarn. Paillette. Das kommt jetzt nicht so, kommt so grau, es ist aber mehr beige und hier in Lachs. Und die haben mich am meisten gereizt, das als Beilauffaden zu haben. Das fand ich einfach toll und edel und sehr vielseitig einsetzbar, sodass ich mir von mir selbst rechtfertigen konnte, dass ich schon wieder Wolle bestelle. Und dann habe ich gesehen, im Shop, dass die, da habe ich natürlich nach lachsfarbenem Mohairgarn geguckt für das hier und habe gesehen, dass sie auch das von Katja Konzept diese kleinen Knäuelchen haben. Da habe ich mir 5 Stück mitkommen lassen. Die kamen in so einer tollen Schachtel. Ich mache jetzt für Wollehalle Werbung, obwohl ich gar nichts davon habe, nur damit ihr wisst, wo sowas herkommt, wenn ihr sowas sucht. Eignet sich für beide Garne als Kombi. Aber damit habe ich schon so viele Ideen im Kopf, die mir nicht ausgehen, dass ich es am liebsten wieder anstricken würde. Aber das verkneife ich mir jetzt. Und dann, warum ich das überhaupt alles jetzt erzähle, ist, kam diese Krone mit, die war im Angebot. Und zwar, das kannte ich noch nicht. Das nennt sich Baumwollflammgarn und ich wusste gar nicht, ich habe es einfach mitbestellt auf Verdacht, weil ich mir schon denken konnte, das gibt ein gutes, gutes Beilaufgarn. Hier könnt ihr sehen, dass es mal dick und mal dünn ist. Und ich habe natürlich gestern gleich ein Probeläppchen gestrickt, weil ich dann dachte, wie das Garn kam. Hoppla, das ist hier. Die beiden könnte, das kommt jetzt nicht so gut, die beiden könnten eine gute Kombi werden für diesen Morgenritual-Pullover. Und siehe da, ich bin sehr zufrieden. Ich habe das gestrickt. Das sieht auch mal ganz anders aus. Hier habe ich mal noch ein zweites Zöpfchen dazu, weil ich dann mal wissen wollte für die Maschenprobe. Das gefällt mir jetzt gut. Und somit habe ich die Wolle für meinen Pulli, den ich unbedingt als nächstes anstricke, wenn ich meinen Holstensweater fertig habe. Den stricke ich erst fertig. Und die Jacke hier, die hier. Und das hier, wenn die drei Sachen fertig sind. Ach, und der Cumulus-Tee, mit dem, wo ich euch die Abkettkante gezeigt habe. Dann kommt das in die Mache. Das ist jetzt mein Ansporn sozusagen,
auch schnell noch fertig zu werden. Okay, und meine vielen Sachen, die ich für die Hobbyausstellung machen will, ganz und gar vergesst die mal nicht noch schnell, denn da ist auch noch einiges in der Mache. Und ein Lieblingsprojekt, mein Revi-Poncho, auch von Anke Strick, nee, von Isangnitz. Und der Mistschal von Isangnitz, das wächst auch alles. Nur bei dem Poncho, da müsste ich jetzt Wolle wickeln. Da kam ich überhaupt nicht dazu zum Wolle wickeln. Und der Mistschal, das ist ein Lieblingsstück. Den seht ihr auch bald wieder. Der ist ein ganzes Stück gewachsen, aber den zeige ich euch auch erst, wenn er fertig ist. Was habe ich noch an Neuzugängen, was ich euch jetzt auf die Schnelle zeigen kann? Das habe ich mitgenommen im Sommerschlussverkauf. Diese wunderbaren Garne, da wollte ich euch nochmal die Farbkombi zeigen. Das habe ich in Bad Kissingen in einem kleinen Wollläschen gefunden. Das war herabgesetzt. Und die sind so schön, die Farben. Das ist natürlich ein Baumwollgarn. Und das ist eine andere Struktur, Linea pura. Da verstehe ich jetzt den Unterschied nicht. Das ist Sololino und das ist Nastrino. Das ist auch in der Wicklung ein bisschen. Also das ist mehr so Bändchen und das ist nicht Bändchen. Aber passen die nicht wunderschön zusammen? Oh, das gibt der Sommerstrick Anschlag im Frühjahr. Ich habe mir jetzt schon so überlegt, vielleicht könnte ich es mal so machen, jetzt wenn ich meine Wolle wieder neu umsortiere, wieder einmal, dass ich so nach Monaten mir Beutel packe mit Anleitung und Wolle und schon so fürs kommende Jahr, Januar, Februar, März, immer so ein paar Monatspäckchen zusammen mache für mit was Neuem. Also nicht mehr wie ein Neuanschlag pro Monat. Das sind auch tolle Pläne, gell, die auch wirklich toll in Erfüllung gehen. Ja, es ist unser Hobby, es macht Riesenspaß, es macht auch Riesenspaß zu horten. Und etwas hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht, als ich neulich einen Kommentar bekam. Und da danke ich euch auch nochmal ganz, ganz lieb für die vielen tollen Kommentare. Da kam ein Kommentar, denk auch dran, dein Alter, dass du deine tollen Wollen, die schönsten Wollen, die du hast, dass du die auch noch verstrickst und auch tragen kannst. Das hat mich jetzt doch etwas aufgerüttelt und lässt mich auch nicht so ganz los. Aber dann denke ich wieder, da ich auch so gern Tücher und Socken und Mützen jetzt stricke, werde ich versuchen, für mich immer ein Oberteil im Blick zu behalten, was rasch fertig wird, was ich auch anziehen werde. Und aber die Nebenher-Sachen, dass das alles Sachen sind, die irgendwann irgendjemand noch gebrauchen kann und Spaß dran haben wird und wo die Konfektionsgröße keine Rolle spielt und die zeitlos sind und so weiter. Ja, aber an sowas will man ja auch nicht denken immer, ne? Aber der Hinweis ist schon nicht verkehrt. Also sich ein bisschen zu überlegen, jetzt hast du so ganz tolle Garne gekauft und die nicht nur zum Angucken liegen zu lassen, sondern auch so zu verarbeiten, dass man noch was davon hat. Okay. Dann schließe ich jetzt diesen Film, der euch hoffentlich genauso viel Freude gemacht hat wie mir. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit mit einem Bildchen, was auch mal so ein Versuch war für die Hobbyausstellung. Das ist aber steckt noch irgendwie in den Kinderschuhen. Aber ihr könnt mir ja mal unten reinschreiben, ob es vom Grund auf eine Sache wäre, die sich lohnen würde, auf so einem Hobbytisch auszubreiten und zu verkaufen. Die Hälfte Materialverwendung als Zahlungseingang für mich und die Hälfte des Preises als Spende für wohltätige Zwecke. Ich habe mal zwei Euterchen gemalt mit einer speziellen Technik und das habe ich abfotografiert und es blendet jetzt extrem, so kann man es sehen, und habe das laminiert. Und habe das umhäkelt. Und das, ich kann es nicht anders halten, weil das sonst so. Doch, so geht's. Was ich verbessern würde, wäre einmal das größer zu machen, den weißen Rand, dass das hier das nicht so eng dran ist. Und vielleicht das auch gar nicht zu so umhäkeln, sondern einfach so ein, wie so Washi-Tape oder irgendwas so drumrum.
und nur eine Schlaufe dran zu machen. Ja, das war so eine Idee für die Hobbyausstellung. In Wirklichkeit ist es nicht so blau, wie es hier rüberkommt, es ist mehr so grau, braun, Sepia. Hier kommt es sehr blau rüber. Denkt euch das mal weg. Ja, könntet ihr euch vorstellen, dass jemand Spaß dran hätte, so Bildchen? Vielleicht auch Vorder- und Rückseite, oder? Eben fällt mir ein, ich könnte ja nur das Bild vorne und einen schönen Abschluss versuchen. Wie gesagt, ein breiterer Rand dran, das ist hier zu eng da dran. Und auf die Rückseite vielleicht ein bisschen was Gehäkeltes zu machen. Einfach ein Häkelherz hinten drauf. Hier sieht man nämlich die Fotodaten, das ist auch blöd. Aber dann wird es vielleicht zu schwer, um aufzuhängen. Nö, geht. Ja, Ideen. Was draus wird, werdet ihr sehen. Reimt sich sogar. Das ist ein gutes Schlusswort. Wie gesagt, ich bin guter Dinge, das merkt ihr ja. Mein Mann geht's gut, weil das auch viele sich gewünscht haben für mich und für uns, dass es ihm gut gehen möge. Es geht ihm gut. Alles super verlaufen. Nur die Arbeit, das interessiert euch ja überhaupt nicht. Im Haus, außer dem Haus und was alles so anliegt. Und wir wollen auch noch mal 10 Tage verreisen. Das drückt an 4, 5 Enden gleichzeitig. Ich glaube, weiß jetzt noch nicht, ob ich vor unserer Abreise, das ist Mitte September wahrscheinlich. Ich kann das jetzt nicht so genau sagen. Ich verrate es auch nicht so gern aus mehreren Gründen, wann genau und wie lange genau und überhaupt. Fakt ist, ob ich da vorher nochmal aufnehmen kann, das wird sich zeigen. Wenn es geht, mache ich es. Wenn nicht, dann komme ich Ende September erst wieder. Es könnte sowieso sein, dass sich bei mir die Anzahl der Videos auf einmal im Monat einpendelt. Mal sehen. Ich schwätze viel und dann kommt es doch anders. In diesem Sinne, strickt schön und habt noch eine schöne Restsommerzeit, einen schönen Frühherbst und dass es euch allen gut gehen möge, so gut wie immer es auch möglich ist. Eure Silvia.